So. Hier geht es. Ich denke, das müsste jetzt auch langsam eigentlich reichen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, es müsste reichen. Sehr viel Rhyolith hier. Rhyolite. Rhyolite. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht. Rhyolite ist, ist die Diätversion von Ryo. Das ist so eine, ist ein Cola-Getränk. Okay, das müsste reichen. Wir sind jetzt auch relativ weit im Berge. Ich hau mal ganz kurz hier ein bisschen was in den Rucksack. Haben wir irgendwas? Warte, wir haben ja wieder ganz viele verschiedene Sachen. Iron Ore, Marble. So, damit wir das hier wieder so ein bisschen aufsammeln können. Okay, das war... Oh. Eisen nehme ich nochmal mit. So. Hm. Will ja kein Eisen übersehen. Marble könnte ich auch. Theoretisch könnte ich Marble mitnehmen, aber das mache ich nicht jetzt unbedingt. So, hier nehme ich auch nochmal mit. Kohle kann ich auch gerade wieder ein bisschen brauchen. So, einfach nur... Oh, und schon wieder Eisen. Alter, das ist ja ein Träumchen hier. Das ist ja ein Träumchen. So, die Portale müssten eigentlich über uns sein, tatsächlich. Die sind nicht unter uns, sondern die sind über uns. Und also so ein bisschen auf Starving. Wir sollten vielleicht nicht mehr ganz so viel bauen. Abbauen in dem Falle. So, der hält aber am Ende zum Glück immer ganz gut aus. Auch wenn er Starving ist, am Ende reißt er sich nochmal zusammen. Okay, ich glaube, Mist. Diorit, was haben wir denn noch Schönes? Eklogit. Hier, ich nehme Soapstorm, weil wir davon einfach wirklich so viel haben. So. Dieser Tunnel, man glaubt es nicht, aber der hat einen Sinn. Ich glaube, es regnet gerade draußen, ich bin mir nicht sicher. So, hier mache ich nochmal, ich mache noch ein paar Fackeln hin. Jo, es regnet. Schön, freue ich mich ein bisschen. Es hängt alles zusammen. Ich habe da so einen kleinen Plan. Also nicht wundern, wenn ich jetzt so komische Sachen mache, wie gerade eben in diese Richtung bohren, ne? Soll ich das schon mal erklären? Komm, ich erkläre es schon mal. Also, wir haben jetzt hier hinten da oben zugebaut bei dem Portal, ne? Da geht dieser Weg durch mit dem Marble an den Wänden und so weiter. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Und da wollte ich dann so eine Treppe nach unten machen. Erstmal so eine kleine Halle. Ne, so eine Verbindungshalle, so eine Art. Und dann geht eine Treppe nach unten, also so eine Doppeltreppe auf der Seite nach unten, auf der Seite nach unten. Und hier ist so ein Übergang. Unter dem Übergang ist dann so ein Tunnel und dieser Tunnel führt unter dem Feld zurück in unser Haus, durch die Mine sozusagen. Das ist das, was wir gerade eben gegraben haben. So hängt das nämlich zusammen. So habe ich mir das vorgestellt. Deswegen, das hängt schon zusammen. Das letzte Mal, was ich da hinten gemacht habe beim Portal in der Vault und der Tunnel gerade eben, das wirkt immer wie so sinnlose Aktion zwischendurch, um irgendwas zu machen. Aber in Wahrheit, das mache ich mal gleich schnell. Aber in Wahrheit steckt da tatsächlich was hinter. Oh, geil. Sleep at night. Was ist denn... Oh Gott. Ah, weißt du was? Ich mach mal Folgendes. Erstens, weißt du was? Hunger habe ich auch, aber ich mach mal ganz kurz Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt hier die Tür öffne, ne? Was ist passiert? Ist dann unten das Ding verändert? Träumchen. Das ist ja ein Träumchen. Okay. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Gut zu wissen. Also das ist echt extrem gut zu wissen. Ich glaube, wir machen das gleich mal weg. Jo, so ist wieder richtig. Großartig. Kann ich also so nicht lassen. Schön. Das ist ja richtig schön. Okay. Hier ist noch alles sehr... Hier muss ich noch alles verstecken, ne? Wir machen ja, wie gesagt, hier kommt der Arbeitsraum hin und so weiter. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier hin mache. Da war ich... Workbenko, mal schauen. Ehrlich gesagt kann ich hier auch, hier kommt noch so ein Holzding drüber, wo das Rohr dann reingeht. Ne, da mache ich auch noch was hin. Ja, ich glaube, das mache ich. Sieht sonst ein bisschen schäbig aus so. So.
Marble, oh ne, Iron Ore, oh, Iron Ore. Na gut, das packt er wahrscheinlich irgendwo rein. Egal. Ecolit, Granit, Soapstone, Cobblestone, Diorit, Erde können wir da auch reinballern. Also wenn wir, irgendwann können wir wirklich das gesamte Inventar da rein entleeren. Und warte, können wir können jetzt immer wieder ernten, das ist total geil. Ach Mist, ich wollte damit zwei Erde hier noch zumachen, das habe ich vergessen. Das war es, was ich machen wollte. Okay, dann haben wir hier noch das nicht. Andesit, Marble, Iron Ore, komm, hau ich jetzt alles rein. Soapstone, Wolle weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war's, ne? Nö. Ja, ich glaube, das war's. Okay. Iron Ore, Andesit, Soapstone, Marble. Und schon ist alles los und schon sortiert sich alles von alleine ein. Ich finde das gut. Und wir sollten langsam mal was essen. Habe ich noch was zu essen da? Hab doch Kartoffeln wieder geholt. Wo sind denn die Kartoffeln? Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, jetzt wo was ist. Kartoffeln haben wir nicht mehr so viele. So, 56. Weil ich mal Kartoffeln esse, haben wir davon nicht mehr so viele. Und ich müsste mir den Ofen theoretisch mal dahin machen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte Kartoffeln auch gerne in der Küche. Oh, cool. Ich hätte Kartoffeln gerne in die Küche, wo sie auch hingehören. Du bist voller Kartoffelsexist. Ja. Es handelt sich natürlich um weibliche Kartoffeln, deswegen heißt es ja die Kartoffel. Weißt du, und deswegen sage ich, Kartoffeln gehören in die Küche. Das ist der Grund, das hast du genau richtig erkannt. Wäre es jetzt der Kartoffel, dann würde er in eine Autowerkstatt gehören. So, jedenfalls, ich wollte gerade da unten gucken. Und zwar hier. Und ehrlich gesagt, das Ding tue ich jetzt mal darüber und dann hier und dann vielleicht eher so. Okay, 86, hier haben wir Major, dann haben wir hier Major. Alles sehr schön Major. Diese 18 haue ich immer ganz so wieder rein, flups, und dann hoffe ich, dass wir noch genug Slots frei haben, aber ich glaube, das müsste klappen. So. Das Weizenfeld ist bald voll übrigens. Dann haben wir hier Grow. Ich erkenne das noch nicht genau, wo hier was. Das ist Major. Major. So, und die können wir direkt so einpflanzen wieder. Gut, und hier haben wir noch Oats Crop. Können wir ein schönes Oatmeal draus machen. So. Und hier ist nichts reif. Okay, der Mais ist noch nicht reif. Der Mais dauert am längsten irgendwie. Ich weiß gar nicht warum eigentlich. So, haben wir wieder ein bisschen eingepflanzt hier. Zack. Da bräuchte ich übrigens, für das Ding bräuchte ich übrigens noch Gras, irgendwie, lalala, habe ich erzählt, ein Zilktatsch und so. Das dauert wohl noch ein bisschen. So, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt Nacht ist oder Tag oder. Keine Ahnung, das wird jetzt gerade scheiße. Das ist voll geil so. Ich stehe ein bisschen drauf, muss ich zugeben. So. Ich ernte gerade nur, weil ich das mit der Kiste einfach so geil finde. Es tut mir echt leid. Es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder am Rumernten bin. Ehrlich gesagt, tut es mir überhaupt nicht leid. Denn ich feiere das mit der Kiste. So, ding, 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 ding. Und außen brauchen wir ja sowieso Kartoffeln. So, wir brauchen eh Kartoffeln, insofern ist es, glaube ich, nicht schlimm, wenn ich hier noch ein bisschen zwischendurch ernten gehe. Ich ernte mal ein paar Kartoffeln. Und die wir theoretisch auch mal essen können. Vor allen Dingen, ich will mal die Rezepte langsam auch mal lernen. Ich will mal langsam was zubereiten. Wir brauchen echt mal die Küche, ne? Ich labere hier die ganze Zeit und ernte hier die ganze Zeit, haben ein super Lagersystem. Aber wir haben eigentlich nichts, wofür es sich lohnen würde, das zu nutzen. Außer letzten Endes für Kartoffeln. Ich muss da auch noch alles weiterverarbeiten und will es auch.
So, pass auf. Voller schöne Haus, ne? Echt voller schöne Haus. Also es hat mehrere Designwettbewerber gewonnen. So. War für einen guten Zweck, war eine blinde Jury, aber ist egal, hat gewonnen. Ich habe gesagt, es sieht wunderschön aus. Es ist das Erhabenste, was sie jemals gesehen haben, und dann habe ich mich geschämt. So. Mist, ich darf solche Witze gar nicht machen. So, okay. Was ich machen wollte. Ich würde gerne die Honigkiste noch anschließen. Ich bin jetzt leider ein bisschen heiß drauf, muss ich zugeben. Ich bin jetzt heiß drauf, alles anzuschließen, alle Kisten, alles zu machen irgendwie. Da haben wir doch noch. So. Warte mal, da sind gleich noch Weintrauben. Das haue ich alles hier rein. Lalalala. Zack. Hier das. So, das haben wir. Okay. Pass auf, das nehmen wir auch nochmal mit. Und dann sollte es erstmal reichen. Dann haben wir alles geerntet. Also später, ne? Ein bisschen später, irgendwann mal, würde ich das gerne so machen, dass wir vielleicht das Ganze noch ein bisschen, auch hier so ein bisschen automatisieren, dass wir vielleicht nicht immer alles manuell ernten müssen. Das ist ja auch noch was. Wir können es natürlich tun, wir müssen es aber nicht. Verstehst du? Hier die beiden kommen auch noch raus. So, sondern dass wir dann wirklich so ein bisschen Mähdrescher-mäßig da irgendwas haben, was uns die Arbeit abnimmt. Wobei ich nicht genau weiß, das will ich, glaube ich, nicht, das will ich nicht hier haben. Sondern das hätte ich gerne im Untergrund. Da können wir die Felder hier nämlich wachsen lassen und die stören uns überhaupt gar nicht. Die sind dann quasi immer in voller Blüte. Und wir würden dann quasi einfach unsere Felder, die wirklich aktiv sind, die hätten wir dann im Untergrund. Und da, die würden dann quasi automatisch bepflanzt, automatisch geerntet. Und wir könnten ab und zu mal dahin und gucken, aber müssten da nichts machen. Und unsere Vorräte würden explodieren und wir hätten keine Herausforderung mehr. Und na gut, aber die Herausforderung haben wir sowieso nicht mehr. Wir haben es ja gemeistert. Am Anfang hast du ja immer Hunger. Wir müssen mal eine Reise machen langsam wieder, ne? Ich finde, es wird Zeit wieder für eine Reise. Habe ich so, weiß ich nicht. Ist mein persönliches Empfinden. So, rödelt hier schon was durch. Das dauert ganz schön lange, ne? Ah, jetzt kommt das da oben. Die Kiwis kommen langsam an, die wir ganz am Anfang geerntet haben. Die kommen jetzt langsam an. Die Steine müssten einsortiert sein. Iron Ore, da ist ja das Iron Ore, vielen Dank. Dann kann man das gleich wieder, nehmen. Der Rest, ich guck mal ganz kurz nach unten, ob der alles irgendwie akkurat eingegliedert hat oder ob der wieder Sperenzchen gemacht hat, würde mich mal interessieren, gerade mit dem Soapstone. Hier sieht alles ordentlich aus. Und Soapstone, Cobblestone, guck mal, da, 507, 508, der Soapstone, der addiert sich gerade. Das heißt, der sortiert jetzt alles richtig ein. Ich weiß nicht genau, warum er es vorher nicht gemacht hat. Ich glaube, der braucht mal ein paar Ticks, wenn man die Sachen ändert, braucht er so ein paar Ticks, um es zu aktualisieren. Und in der Zeit sortiert er wahrscheinlich irgendwo anders hin ein. Könnte ich mir vorstellen. Wenn man aber längere Zeit nicht rangeht, ist wahrscheinlich okay. So. Gut, hier rollt alles durch. Ich bin, ehrlich gesagt, mit dem Lagerhaus bin ich tausendmal zufriedener als mit unserem Lagerhaus damals noch, weißt du noch, an der Hafenstadt oder was das da war? Unser Lagerhaus beim Bauernhaus. Ich finde das Lagerhaus hier natürlich tausendmal besser. Also, stell mal vor, du müsstest das alles hier in Truhen haben. Ich würde durchdrehen, ich würde verzweifeln. So ist das schon viel, viel, viel besser. Also ich mache einmal 10 Kreuz im Kalender. Ich kann wirklich nicht sagen, nach über 1000 Folgen Minecraft kann ich nicht sagen, wie dankbar ich für diese Mod bin. So. Das kommt drin. Fertiges Essen. Müssen wir auch noch Kisten für haben. Ich würde sagen, wir machen dann hier auf dieser Etage. Nee, auf dieser Etage nicht. Da hinten läuft es noch durch. Auf dieser Etage hier. Die Blümchen packen wir irgendwo anders hin. Auf eine andere Etage. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ich weiß noch nicht, wie viel Sinn das macht, die zu sammeln, ehrlich gesagt. Kann ich nicht sagen. Und auf dieser Seite machen wir so die Zutaten. Und auf dieser Seite machen wir dann vielleicht so die Fertiggerichte. Oder vielleicht ein so ein Ding reicht ja vielleicht für fertige Gerichte. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es gibt 600 Rezepte.
600 Rezepte für Essen, die wir machen können. Ich glaube, ein so ein Ding würde gar nicht reichen. Zwei wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht würden zwei Etagen für die ganzen Rezepte reichen. Wir müssen aber auch nicht alles herstellen. Und ich muss mal gucken, wie man das so ein bisschen, ja gut, automatisieren. Essen automatisieren ist was für ganz viel später. Bis dahin sieht die Bude auch schon wieder ein bisschen anders aus, hoffe ich. So. Wie ärgerlich das hier jetzt ist. Genau hier, genau hier. Muss ich mir was überlegen. Da muss ich mir was überlegen. Ich weiß noch nicht genau. So, Freunde, ich gehe jetzt mal schlafen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich wollte jetzt wirklich nur ganz kurz was aufnehmen. Ich bin heilfroh, dass es funktioniert alles. Ich bin so heilfroh. Regen, tschüss. Ah, Gott sei Dank. Ich hätte noch Bock, den Weg müssen wir noch ein bisschen weitermachen, den Weg da hinten auch. Ich weiß noch nicht genau, wo der hinführt, ich weiß noch nicht genau, was der macht. Ich würde gerne das Bambus da hinten, war noch irgendwo Bambus? Da. Den Bambus würde ich gerne mal holen und gucken, ob wir den hier anpflanzen können. Weil ich könnte mir vorstellen, der wäre mega interessant, wenn der immer so hoch wächst, weil man ihn kultivieren kann. Dann wäre der mega interessant für unsere, da drüben so. Was? Oh, scheiße, was ich vergessen habe einzupflanzen. Wir haben nur wieder Fressi eingepflanzt. Weizen wächst natürlich weitaus am schnellsten. Oh, hier, pass auf. Ich würde gerne, eine Sache würde ich gerne noch machen. Warte. Dich habe ich dabei. Ich weiß nicht genau, wie es geht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, wie man es macht. Ich mache das erstmal hier irgendwo am Rande vom Wasser vielleicht. Kaktusfrüchte sind ja auch wieder reif. Oh nein, das Wasser ist ja zugebaut. Da kann ich nichts mehr machen. Au. Oder weißt du, weil das hier eh... Weil der Mais dauert ja ewig, ne? Da mache ich mal Folgendes. Halt hier. Was ist denn mit der Baumwolle? 6 Stück. Können wir die nicht hier schon mal... 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, der Mais wird ewig dauern. Die Baumwolle kann ich später umziehen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die hinmache. Aber ich hätte auch gerne Baumwollfelder. Wobei, die machen sich hier thematisch natürlich nicht so gut. Die würde ich gerne vielleicht auf der anderen Seite haben. Da, wo wir unsere ganzen... Ah ja, die können wir auch noch machen. Alter, wir haben... Es gibt so viel zu tun. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich will so viel machen. Das hatte ich... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das zuletzt mal bei Minecraft irgendwann hatte, dass ich so viel machen will. Ich kann mich einfach beim besten Willen nicht daran erinnern, wann das zuletzt war. So in dieser Form. Ich habe so viele Ideen einfach noch, was ich machen will. Und vor allen Dingen haben wir dann noch, oh, es läuft immer noch durch, geil. Haben wir noch irgendwo Apple? Keine Ahnung, ach ja, die Erbsen und so, da müssen wir auch noch hier, das können wir auch noch alles, das haben wir noch gar nicht mal gezüchtet hier. Da haben wir nur Sachen, das hier auch noch nicht. Oh Gott. Da mache ich aber kleinere Felder von, glaube ich. Nicht so große wie die da draußen mit dem Weizen und sowas, sondern von denen mache ich kleinere. Huch. Die gehören eigentlich gar nicht hier rein. Wieso sortiert ihr die hier rein? 128, die sind irgendwie voll. Wieso passen da unten eigentlich so viele Steine rein, frage ich mich. Sojabohne packe ich erstmal hier rein. Da muss auf jeden Fall noch ein kleiner... Da muss noch so ein Rand rum bei der Sojabohne. Wir haben so viele Sojabohnen. Zucchini 7, Zucchini 33. Ach, weil ich das gerade geändert habe, hat er einen anderen Slot genommen oder was? Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie das funktioniert. Hundertprozentig steige ich da noch nicht durch. Wir werden es herausfinden. Hoffe ich. Und ich muss noch gucken, dass die Sachen, die da hinten rausfallen, wenn er die nicht einsortieren kann aus irgendeinem Grund, wenn die rausfallen, dass da vielleicht irgendwie so eine Ansaugdüse ist, die das nochmal einsammelt oder so. Wenn das überhaupt geht. Ich weiß es gar nicht. Oh, Moment. Hahaha. Hahaha. Ohrkratz. So, was ich machen wollte. Apple. 16. Das sollte eigentlich auch reichen. Und Pier haben wir eh nur 4. Die kommen jetzt nochmal weg. Kann ich die kreuzen in unserem Labor? Labor, Labor, Labor. Hatten wir hier nicht da? 64, 37, das müsste reichen. So, wenn ich jetzt hier sage mit dem Apple. Zack, Apple Sapling. Und jetzt mit dem Pier geht das auch? Nö.
Warum nicht? Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Pier. Pier-Sapling. Oak-Sapling, ach, auf der rechten Seite. Ist doch eine, ist doch die richtige, oder? Ah, das ist die falsche. Das ist eine falsche Pier. Da haben wir irgendeine gesammelt. Es gibt verschiedene Sorten von Pier. Das ist nicht die richtige. Mit der können wir keine Kreuzung machen. Interessant. Okay, das ist ein bisschen verwirrend, dass die verschiedenen Modpacks auch ähnliche Sachen haben. Das ist ein bisschen verwirrend. Gut. Die packe ich erstmal. Und schon wieder, wir haben eine Sache verändert und dann packt er die Pineapple einfach da rein. Die 6 oder was? Ist das, nee, ist ja nicht voll. Das verstehe ich noch nicht. Da bin ich noch ein bisschen unsicher, warum der das so macht. Guck mal, jetzt habe ich hier was rausgenommen und dann packt er sofort die Weintrauben da rein. Und da hat er sofort die Dinger reingepackt. Ist irgendwie noch merkwürdig. Was sind hier die Zucchini? Hallo? Ach, die sind voll. Na toll. So, Kukumba. Müssen wir vielleicht auch mal vergrößern irgendwie. Jetzt packt ihr die Kartoffeln da rein, weil die Kartoffeln, die sind ja hier auch noch nicht voll, ne? Noch lange nicht. Potato 97. Also irgendwie, ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Ich muss noch ein bisschen, Feintuning müssen wir noch betreiben. Aber es funktioniert im Groben und Ganzen schon mal. Und es ist auf jeden Fall eine Verbesserung wie Tag und Nacht zum bisherigen, sage ich mal. So. Die Grapes packe ich mal manuell dann eben da rein. Ein bisschen umsortieren, ne? Das werden wir noch vielleicht noch überleben. So, dafür, dass wir jetzt alles geerntet haben und er alles automatisch einsortiert hat, ich glaube, dafür läuft das schon relativ gut. Diese zwei Dinger hier, die kommen jetzt da oben rein. Können wir nachher eh noch alles umsortieren. Okay, ich muss mir noch langsam mal irgendwie Fressensrezepte, muss ich mal gucken, ne? Wenn ich dann so ein Salad habe oder sowas. So, Salad. Beet Salad, Kukumbasalat. Was brauchen wir denn dafür? Das Hackbrett Hammer, Kukumba und Spring Salad. Möhre und Salat. Cool. Lettuce und das andere ist irgendwie so ein anderer Lettuce von Plant Mega Pack. Okay. Peach, Sunflower Seeds. Aha, aha. Sunflower Seeds sind die auch. Gibt's auch mehrere. Peach, lalala. Shapeless. Achso, da gibt's. Ah, mit Erbsen irgendwas in den Salat rein. Okay, wir können irgendwas in den Salat reinmachen. Und dann kriegen wir so einen schönen Spring Salad. Das ist ein Light Meal. Und aus dem können wir dann verschiedene Sachen machen. Grape Salad mit Fruit Salad. Aha. Beet Salad. Sunflower Brokkoli Salat. Gemischter Salat. Ach du Heilige, das war noch ein bisschen von weg. Salat Dressing. Zitrussalat mit Zitrusfrüchten. Hier mit Toast oder sowas. Was ist das? Ein Caesar Salad. Ist da nicht Hähnchenfleisch mit bei? Käse, Toast, schwarzer Pfeffer, Salat, okay. Kartoffelsalat. Mayo. Tofu. Okay, ich würde gerne wissen, wie kann ich einen Tofu herstellen? Snack. Kartoffelsalat. Würde mich interessieren, wie ich Kartoffelsalat mache. Veggie-Salat, Fruchtsalat, Äpfel, Melonen und Beeren. Ich frage mich aber an diesen Berrybushes, die ernten können. Das frage ich mich, ja. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Salatdressing. Öl. Oh Gott, das wird noch. Das ist noch so viel einfach. Das ist so unglaublich viel. Das ist nur Salat. Ich suche mal kurz nach Pam. Pam's Harvest Craft. Das ist das mit den ganzen Essensrezepten. Das sind die ganzen. Na gut, das hier sind Pflanzendinger. Lalala. Hier guckt Kalamari. Das sind so, glaube ich, Standarddinger. Blackberry, Blueberry, Raspberry, bla bla bla. Hier die ganzen so Rohzutaten, da können wir noch ein bisschen fröhlich durch die Gegend sammeln. Reis würde ich auch noch gerne sammeln irgendwie. Und vielleicht, vor allen Dingen, obwohl Sojabohnen haben wir ja. Sojabohnen, da können wir, aus Sojabohnen können wir noch Tofu machen, oder? So, Cinnamon, Coconut, la la la. Kokosnüsse gibt es auch noch. Drachenfrüchte, es gibt hier und hier noch, oh, lecker. BLT, was ist ein Big Large irgendwas? Keine Ahnung. Leafy Chicken Sandwich, la 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 la. Zombie Jerky, lecker. Es gibt hier auf jeden Fall Brezeln. Es gibt eine Menge, was man machen kann. Und je mehr ich das angucke, desto mehr Donuts, oh Gott. Chocolate Bar und Donut. Einen Donut mache ich mit Teig
und Öl und einen Pott. Teig mache ich aus Salz, Wasser und Mehl. Wasser und Mehl haben wir ja. Und eine Mixing Bowl. Eine Mixing Bowl können wir hier draus machen. Wir haben noch einiges vor uns. Wir werden eine Küche brauchen. Wir werden ganz viel Happa Happa machen. Was ich aber gerne machen würde, bevor wir Happa Happa machen, bevor wir ganz viele Sachen machen. Ich möchte auf jeden Fall mal wieder eine Runde reisen. Ich möchte mal wieder ein bisschen was erleben. Dafür braucht man den Atlas, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Den sollte ich schon mal vorbereiten. So, Atlas. Ich glaube, das war der hier. Atlas. Ja, Enderperlen. Das kriegen wir bestimmt hin. Drafting Compass. Empty Map. Paper. Slotted Book. Book and Quill. Oakwood Lay. Oh Gott. Book and Quill. Ein Buch. Schwarze Farbe oder Tinte? Ich glaube, Tinte. Haben wir Tinte nicht noch? Oder hatten wir Tinte? Ich weiß es gar nicht. Feder. Was für eine Feder? Das ist so doof. Plastic Rod. Bioplastik. Was? Frame, Painting Frame. Was? Achso, Potato Starch. Pisten und Potato. Was? Ist das nicht ein bisschen teuer? Pisten und Potato? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist doch viel zu teuer. Das ist doch viel zu teuer. Okay. Ding, 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 ding. So. Plastic Rod, Bioplastik. Was fehlt mir denn jetzt? Alter, ist das alles komplex geworden inzwischen. So, okay. Cobblestone fehlt uns. Uns fehlt Cobblestone. Schon wieder Regen, na großartig. So, das interessiert mich jetzt gerade mal, wie das mit den Kartoffeln geht. Ob der Pisten dann übrig bleibt oder nicht? Cobblestone, ich nehme mal diesen Soapstone-Cobblestone, davon haben wir ja zum Glück 2, 3. So, warte mal. Ich glaube 6 Stück reichen. Pisten. Okay. 6 Stück reichen überhaupt nicht. Aber obwohl, doch müsste reichen, für einen Pisten reicht das. Eine rohe Kartoffel. Großartigst. Warte, warte, hier ist noch nichts. Warte, 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 warte. Eine rohe Kartoffel. Achso, das ist normal. Okay, ich war gerade irritiert. Eine rohe Kartoffel, eine rohe Kartoffel, eine rohe Kartoffel. Und das mit dem Pisten? Ah, der Pisten bleibt aber. Potato Starch. Also Kartoffelstärke. Wie krass. Oder? Ich würde gerne was rausnehmen. Hallo? Ach, ich habe keinen Platz mehr. Ich brauche, glaube ich, noch Platz für... Oh, ich habe was rausgenommen, wie ich gerade sehe. Hier, ich packe mal das Essen. In den Rucksack packe ich mal Essen rein. Ich habe da eh noch... ich glaube, hier die Dinger. Warte mal. Ich komme langsam auch durcheinander. Hier, Parsnip. Die Dinger müsste ich noch oben in die Kiste packen erstmal. Oak Sapling haben wir da auch. Ach, da haben wir ja eh Oak Saplings. Schön. Das Parsnip können wir einpflanzen, aber momentan packe ich das erstmal hier. Ich weiß gar nicht, wo das hingehört, ehrlich gesagt. So, zack. So. So, ich glaube, ich mache das mal so rum. Die weißen Dinger. Ich weiß nicht genau, warum. Okay, und dann mache ich mal ganz kurz hier. Wenn ich jetzt Kartoffelstärke mache, haben wir 7 Kartoffelstärke. Okay. Das heißt, ich muss immer so einen Pisten mit mir rumtragen, oder wie? Ist das nicht ein bisschen nervig? Huch, das sind ja nochmal Kartoffeln. Aber weißt du was? Komm. Wenn wir auch schon mal dabei sind. Ich will das mal ausprobieren gerade. Okay, dann haben wir jetzt 9 Kartoffelstärke. Aus der Kartoffelstärke. Eine Feder machen. Dazu dieses Kapok-Tuft brauchen wir dafür auch noch. Aber erstmal
Feder, Plastic Rod, Bioplastik, wie mache ich das? Brennen. Das brennt man zu Bioplastik, okay? Voll der Krampf! Das ist voll der Krampf! Das ist mega umständlich!